Yo Leute, herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr seid bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute haben wir Gamers Only auf dem Tisch. Es gibt die krasse Sorte Mighty Mango Maracuja. Ich habe richtig Bock drauf, habe ich lange. Irgendwie ist die an mir vorbeigegangen. Mango ist eigentlich einer meiner Lieblingsfrüchte. Das auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, was dieser Performance-Drink von Gamers Only hier zu bieten hat. Bis gleich. So Leute, da seid ihr, weiter geht's. Wie gesagt, Mighty Mango Maracuja steht hier auf dem Tisch. Die Frage ist bei so einer Fruchtmischung, ist natürlich so ein bisschen der Klassiker im exotischen Bereich, ne? Aber ist es mehr die süße Mango, ist es die spritzige Maracuja, was kommt mehr raus? Ich bin schon sehr gespannt. Bei dem Drink ist auf jeden Fall zu beachten, oder bei Gamers Only, dass die nicht nur auf Koffein setzen, sondern eben auch durch verschiedene Vitamine und verschiedene andere Inhaltsstoffe diesen Wachmach-Kick eben noch ein bisschen unterstützen. Das ist richtig cool. Mango Maracuja, wie die meisten oder ich glaube sogar alle Drinks von Gamers Only, sind im fertigen Getränk Zero Zucker. So gibt es der Hersteller vor, sage ich mal, also Inhaltsstoffe und so weiter. Im genauen Detail könnt ihr natürlich auf der Homepage durchlesen. Ne? Den Link zu Gamers Only findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber geht, wird er quasi auch gleich uns zugeordnet. Wenn ihr dann auch den Code Colin und Dennis benutzt, spart ihr 15% auf die komplette Gamers Only Bestellung. Richtig nice, richtig cool. Ihr spart selber ein bisschen was, supportet uns auch, aber davon genug, jetzt legen wir erstmal los. Ich habe Eis im Shaker. Ich gucke einmal kurz, Gamers Only hat meistens, glaube ich, nämlich eine etwas geringere Wassermenge als Vorschlag. Wo steht's denn? Mindestens 400 Milliliter mit einem Löffel. Ja, das machen wir mal. Ich sage euch ganz ehrlich, Mango Maracuja hört sich für mich erstmal ganz nice an. Ne? Ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass es nur süß ist. Aber wir gucken mal, wie Gamers Only diese Hürde hier nimmt und auf was sie sich halt, ja, auf was sie sich spezialisiert haben. Ob sie eher die süße, saftige Mango rüberbringen oder ob sie eben auch die Maracuja ordentlich rüberbringen und ordentlich geschafft haben. Ne? Okay, also Eis ist drin, wir nehmen stilles Wasser. So, 400 Milliliter. Ah, der Geruch ist aber geil. Das riecht richtig fruchtig. Ich muss jetzt einmal den Löffel finden hier. Okay. Also ein Löffel rein da. So. Ja, Mango ist schon auch eine hart umkämpfte Sorte, sage ich mal. Ne? Die meisten haben irgendwie sowas im Programm mit Mango. Bis jetzt gibt es da für mich eine Firma, die da ganz klar, ganz klar auf Nummer 1 ist bei der Mango. Mal gucken, wie sich jetzt Gamers Only schlägt. Die Sorte ist auch eine Mischung, nicht Mango pur. Aber eben, mal schauen, Mango Maracuja, eigentlich ist es ja ein gängiger Mix. So, dann los Glas. Mighty Mango. Oh, komm, Farbe sieht gut aus, ne? Schön fruchtig. Das riecht richtig Hammer. Das riecht. Oh, das riecht gut. Prost, Leute. Ja, geil. Das ist gut. Das schmeckt echt, also das, ja krass, gute Mischung. Man muss schon sagen, auf jeden Fall die süße Mango ist präsent, ne? Die ist da, du hast ganz klar einen schönen süßen Gaming-Booster hier stehen. Aber das ist auch so ganz leicht die Säure, was halt die Maracuja dann so ein bisschen ist, das driftet dann so ein bisschen ins Exotische ab. Aber es schmeckt schön fruchtig nach Mango, richtig geil. Mein Geschmack, aber das ist nur ja persönliche Geschmackssache, könnte es vielleicht einen Ticken mehr Säure als Gegenspieler haben. Hätte man mit der Mango bestimmt, mit der Maracuja noch ein bisschen was machen können. Ja, aber richtig lecker. Also da hatten wir auch schon schlechtere hier auf dem Tisch.
Game is Only hat manchmal so ein bisschen, künstlich hört sich irgendwie so negativ an, aber ne, schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen künstlichen Unterton. Ich finde, das ist hier gar nicht so. Die Mango schmeckt echt gut, fruchtig, schön natürlich. Maracuja, muss ich sagen, kenne ich mehr so. Also, ne, wir haben nicht zu Hause irgendwie Maracuja, die man sich mal pur reinlöffelt, kann man ja auch machen. Aber das spielt bei uns eigentlich nicht so eine Rolle. Das kenne ich mehr so als Aroma von irgendwo, ne? Krasse Sorte, echt lecker. Schmeckt gut, finde ich lecker. Kann man sehr gut wegtrinken. Echt gute Sorte, lecker. Schade, also ich ärgere mich gerade selber, dass ich so lange gewartet habe, bis wir uns die irgendwie besorgt haben, weil ich eigentlich echt ein Mango-Fan bin, so als Obst, ne? Echt gut. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Bei Colin und Dennis TV gibt es das typische Gold-Bronze, das Colin und Dennis TV gibt es das typische Gold-Silber-Bronze-Prinzip. So als Shake haben wir das eingeführt, ne? Als seht ihr gleich bei Einblendung. Wenn was richtig mega krass ist, gibt es auch noch den Diamond Shaker. Und ja, wir schauen mal. Also beim Diamond bin ich nicht, dafür fehlt mir ein bisschen die Säure, quasi persönliche Meinung, ne? Ihr wisst ja, ich mag es gern ein bisschen spritzig, fruchtig. Es schmeckt super gut, es ist schön süß, es schmeckt schön kräftig nach Mango, ganz leicht die Maracuja am Ende. Wenn es ein bisschen Säure hätte, ein bisschen mehr ein Gegenspieler, wäre es die Höchstwertung. So bleibt es bei mir beim Goldshaker, denn das ist richtig lecker, das werde ich super gerne trinken, freue ich mich jetzt schon drauf. Wie schön beim Stream oder wenn wir mal unterwegs sind, da ist auf jeden Fall Mighty Mango mit dabei. Echt lecker, echt cool. Wer sich unsicher ist, wer das probieren möchte, bei Game is Only im Shop gibt es natürlich das Ganze auch als Portionspäckchen. Das ist ganz nice. Wenn du dir normal da irgendwie eine Dose von deiner Lieblingssorte bestellst, kannst du auch da gleich ein paar verschiedene Sorten als Probe mitbestellen und dann kannst du dich schön durchprobieren. Richtig cool. Ich hatte vorhin schon angesprochen, ne? Guckt mal in die Videobeschreibung. Links, Rabattcodes, findet ihr alles da. Für Mango-Fans auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das kann ich ganz klar sagen. Schmeckt mega gut, schmeckt sehr natürlich nach Mango. Also das ist wirklich gut getroffen. Eine schöne, reife, frische Mango. Schön süß, schön fruchtig, echt eine Hammersorte. Gibt es ja auch als Vitamindrink ohne Koffein, das ist auch nochmal eine Geschichte. Da werde ich mal die Augen offen halten, vielleicht werden wir uns die auch noch besorgen, dass man es auch mal so zwischendurch wegtrinken kann. Echt lecker, echt gut. Guckt mal in unsere Playlist rein, wir haben gerade ein bisschen aufgeräumt, da findet ihr jetzt wirklich nur noch die Testvideos. Zu jeder Marke haben wir quasi eine Playlist, falls ihr da euch mal durchgucken wollt, was ihr alles von Game is Only schon getestet habt. Außerdem könnt ihr natürlich mal einen schönen Kommentar schreiben, mögt ihr Mango? Seid ihr eher Maracuja-Fans? Wie findet ihr solche Testvideos eigentlich? Schreibt mal in die Kommentare, ein bisschen Leben da lassen. Kennt ihr die Sorte? Wie ist eure Meinung dazu? Alles so Sachen, die ihr da mal da lassen könnt. Damit ein bisschen Bewegung hier reinkommt. Ne? Liken, abonnieren, kennt ihr alles? Wie ging der Spruch nochmal? Ihr könnt liken, abonnieren, jede Menge kommentieren. Gamers Only Mighty Mango Maracuja inhalieren. Bis dann, Leute. Tschüss!